Mit diesen Tipps hält der Akku eures iPhones deutlich länger. Der größte Strompresser ist natürlich das Display. Und darum macht es Sinn, die Laufzeit des Displays zu reduzieren, und zwar automatisch. Dafür geht ihr in die Einstellung, wählt Allgemein, wählt dann die automatische Sperre und stellt die kleinste Zeit ein, nämlich eine Minute. Das heißt, nach einer Minute Nichtbenutzung geht das Display aus. Ein weiterer Punkt ist die Helligkeit. Das iPhone stellt die Helligkeit des Displays automatisch passend zur Umgebung ein. Diese Automatik solltet ihr ausstellen. Geht dazu in die Einstellung, wählt Anzeige und Helligkeit und deaktiviert dort die Autohelligkeit. Das iPhone hat auch einen ganz tollen optischen Effekt, den Parallax-Effekt. Damit sieht es so aus, als ob die Icons über dem Display schweben. Nur kostet das leider auch eine ganze Menge Strom. Stellt diesen 3D-Effekt also aus. Geht dazu in den Einstellungen auf Allgemein, wählt dann Bedienungshilfen, geht auf Bewegung reduzieren und stellt den Schieberegler auf Grün. Obwohl das sehr schön ist, bewegte Hintergrundbilder zu installieren, kostet jede Bewegung auf dem Display Strom. Stellt also diese Bewegung aus und wählt ein schlichtes Hintergrundbild. Dafür geht ihr in die Einstellung, wählt das Hintergrundbild, sucht euch einen neuen Hintergrund aus, natürlich ein Einzelbild oder wählt ein Foto aus eurer Bibliothek. Ein weiterer großer Stromfresser ist die Netzverbindung. Braucht ihr zum Beispiel ständig WLAN? Nein, natürlich nicht. Um WLAN zu deaktivieren, geht ihr in die Einstellung, wählt WLAN und schiebt den Schieberegler auf Deaktivieren. Ihr könnt das noch einfacher haben, indem ihr beim Kontrollcenter einfach vom unteren Bildschirmrand nach oben wischt und auch dort WLAN deaktiviert. So könnt ihr es natürlich auch wieder anstellen. Ihr seid regelmäßig in denselben WLAN-Netzen unterwegs, dann braucht ihr auch nicht nach neuen WLAN-Netzen suchen und deaktiviert den Punkt auf Netze hinweisen. LTE super und super schnell. Aber nicht überall steht diese schnelle Funkverbindung zur Verfügung. Stellt also diese Funktion aus, wenn ihr in einem entsprechenden Gebiet seid. Geht in die Einstellung, wählt mobiles Netz, geht auf LTE aktivieren und deaktiviert es. Auch Bluetooth wird nicht immer benötigt, wenn ihr nicht gerade ein Headset im Ohr habt oder eine Box mit eurer Musik beschallen wollt. Also stellt es aus, geht dafür in die Einstellung, wählt Bluetooth und wählt dann deaktivieren. Schneller geht's über das Control Center, einfach von unten übers Bild nach oben wischen und dort dieses Icon drücken und dadurch deaktivieren. Manchmal braucht ihr gar kein Netz, geht dafür doch einfach in den Flugmodus. Schnell geht's über das Control Center, einfach von unten nach oben wischen und dann auf das Flugzeug tippen, dann ist der Modus aktiviert. Es geht natürlich auch über die Einstellung, ganz oben findet ihr das Flugmodus-Symbol, einfach aktivieren. In der Nacht braucht ihr gar kein Internet. Wählt doch einfach den Nachtmodus aus, wischt dafür einfach über das Bild, wählt dort den Mond aus und schon habt ihr den Nachtmodus aktiviert. Ihr könnt aber auch die Favoriten festlegen, die euch trotzdem erreichen dürfen. Geht dafür in die Einstellung, wählt Nicht stören und entscheidet dann ganz nach Bedarf, welche Favoriten euch erreichen dürfen, zu welcher Zeit auch immer. Generell kostet auch der Datenversand, egal in welche Richtung er geht, viel Strom. So könnt ihr zum Beispiel auch die Push-Benachrichtigung eurer E-Mails deaktivieren oder eben halt den Intervall deutlich verlängern. Dafür geht ihr in die Einstellung, wählt Mail-Kontakte und Kalender, geht dann auf den Punkt Datenabgleich, dort steht Push. Das könnt ihr deaktivieren oder ihr wählt die einzelnen E-Mail-Konten aus, welche euch in welchen Intervallen mit neuen Mails beglücken dürfen. Super praktisch ist der automatische Download von Dateien. Habe ich zum Beispiel mit einem Apple-Gerät ein Musikstück oder einen Film gekauft, wird es automatisch auf einem anderen Gerät raufgeladen. Das kostet aber Strom, weil er immer wieder danach suchen muss. Um das zu deaktivieren, gehe ich ganz normal in die Einstellung, wähle iTunes und App Store und suche mir dann aus, welche Dateien automatisch geladen werden dürfen. Am besten alle ausstellen, denn das spart am meisten Strom. Während ihr das iPhone nutzt, aber auch wenn es in der Tasche liegt, checkt das iPhone immer, ob alles glatt läuft. Diese Diagnose ist zwar praktisch, aber kostet auch Strom. Stellt also im Diagnosetool diese Funktion einfach ab. Geht dazu in die Einstellung, wählt dort den Punkt Datenschutz und ganz unten findet ihr Diagnose und Nutzung. Geht auf Nicht senden und schon spart ihr auch hier wieder deutlich Strom. Apple meint es gut mit euch und will euch mit Anzeigen versorgen, die euch interessieren und gleicht immer euer Nutzungsverhalten mit den Datenservern ab. Stellt das aus, das kostet nur Strom. Geht also auch hierfür in die Einstellung, wählt Datenschutz und ganz unten findet ihr den Punkt Werbung. Wählt dann unbedingt aus, kein Ad-Tracking.
Einer der größten Stromfresser im iPhone ist das GPS-Signal, also ortsbasierte Daten, die herangezogen werden. Es ist natürlich praktisch, wenn ihr irgendwie eine Landkarte nutzt, aber ansonsten stellt es doch einfach aus. Geht dafür ganz normal wieder in den Datenschutz hinein, in den Einstellungen, wählt dort Ortungsdienste aus. Sind sie angestellt, könnt ihr darunter sehen, welche Funktionen welche Datendienste nutzen. Geht einfach in die Ortungsdienste sonst nochmal rein und stellt es komplett aus. Oder entscheidet, welche Anwendung was wann darf. Weltenbummler freuen sich darüber, dass das iPhone automatisch die Uhrzeit nach der Umgebung einstellt. Nur bleibe ich immer in derselben Zeitzone, brauche ich das nicht. Um das zu deaktivieren, gehe ich in die Einstellungen, wähle dort unter dem Punkt Allgemein, Datum und Uhrzeit und sage dann automatisch einstellen, brauchst du nicht, also ausstellen. Eine der wichtigsten Funktionen des iPhones ist das Control Center. Hier kann ich die Funktion, die ich nicht benötige, ganz schnell ausstellen, aber auch die Beleuchtung manuell regeln. Regelmäßig nutzen, um Strom zu sparen. Die beste Freundin vom iPhone heißt Siri. Die automatische Spracherkennung hilft mir in bestimmten Situationen, aber ich brauche sie nicht immer. Also ausstellen. Und das geht unter Einstellung, Allgemein und unter dem Punkt Siri. Hier kann ich einfach diesen Service deaktivieren. Oder ich lasse ihn an und verzichte einfach nur auf die Funktion Hey Siri. Dann reagiert sie nicht, wenn ich sie rufe. Es mag wie eine Marginalie klingen, aber selbst der kleinste Ton verursacht Stromverbrauch. Deaktiviert also zum Beispiel die Tastentöne. Das macht ihr in den Einstellungen unter Töne und dort findet ihr zum Beispiel den Punkt Ton beim Sperren und Tastaturanschläge. Deaktiviert diese beiden Punkte und ihr spart auch hier Strom. Und dann räumen wir noch mit ein paar Batteriesparmythen auf. Laufende Anwendung braucht ihr nicht beenden, es spart kaum Strom, es schafft nur Übersichtlichkeit. Hört ihr viel Musik, freut ihr euch vielleicht über die Möglichkeit, einen Equalizer einzustellen, um die Musik zu verbessern? Lasst ihn ruhig an. Das Beenden des Equalizers spart kaum Strom. Falls ihr es aber doch machen wollt, geht dafür in die Einstellung, wählt den Punkt Musik aus und wählt dann den Punkt Equalizer und dort könnt ihr ihn deaktivieren, wenn ihr es denn wollt. Und ein guter Tipp zum Schluss. Wollt ihr euer iPhone wieder aufladen, macht das mit eingeschaltetem Flugmodus, dann geht's viel schneller. Ihr habt Bock auf mehr Spielereien? Wir hatten den verrückten Würfel Dice, der aus eurem Tablet ein Gesellschaftsspiel macht. Dann hatten wir das Nvidia Shield Tablet in der Mache und wir hatten coole Controller für eure Smartphones.